Die Oder markiert den Grenzverlauf zwischen Deutschland und Polen. Der Bahnhof Koszczyn, früher Küstrin. Frisch renoviert ist das Empfangsgebäude, das nun wieder im preußischen Glanz erstrahlt. Ein Zug aus Deutschland überquert die Oderbrücke. Es sind die Siros der privaten Oderlandbahn, die hier fahren. Im Stundentakt fahren sie ab Berlin-Lichtenberg. In Küstrin besteht Anschluss für die Weiterfahrt über die Ostbahn. Dieser Zug fährt bis ins heute polnische Kreuz. Auf diesem Bahnhof halten alle Züge, die aus der Volksrepublik Polen und aus der Sowjetunion kommen oder dorthin fahren. Allerdings hauptsächlich auch deswegen, damit Pass- und Zollkontrolleure zusteigen können. So war es früher. Heute fahren über Frankfurt-Oder Züge von DB Regio bis nach Poznan oder nach Zielona Góra, dem ehemaligen Posen und Grünberg in Schlesien. Die alte Neiße-Brücke bei Forst, bis 1945 Teil der Hauptstrecke Berlin-Breslau. Heute ist nur noch ein Gleis in Betrieb. Es wird von Güter- und Regionalzügen genutzt. Ein Eurocity-Paar ist täglich von Wrocław nach Berlin und wieder zurück unterwegs. Es gibt aber auch viele ehemalige Schienenverbindungen, die nicht wieder in Betrieb gehen werden. Dazu gehört die schon lange stillgelegte Strecke von Weißwasser über Bad Muskau nach Sommerfeld, dem heutigen Lubsko in Polen. Die alte Fischträgerbrücke über die Lausitzer Neiße in Bad Muskau ist ein markantes Überbleibsel der Strecke. Über die aus 8 Elementen bestehende Brücke fuhren bis 1945 Züge nach Lugnitz, heute Legnica. Seit 2014 wird das Bauwerk saniert. Danach sollen Radfahrer und Fußgänger die Neiße queren können. Szkorzelec, so heißt die Görlitzer Nachbarstadt jenseits der Neiße in Polen. Am Bahnhof teilt sich die Strecke nach Wrocław und nach Walbrücz. Unweit des Bahnhofs führt die Bahn über den 475 Meter langen Neiße-Viadukt.
In den 30er Jahren rollt ein Schnelltriebwagen über die Brücke. Drei Zugpaare täglich werden heute zwischen Görlitz und Wrocław von DB Regio gefahren. Ein Kuriosum ist die Eisenbahn von Görlitz nach Zittau. Sie führt entlang der Neiße und kreuzt diese mehrmals nach Polen und wieder zurück nach Deutschland. Bis 2008 waren hier Triebwagen des privaten Unternehmens Connex unterwegs. Heute wird die Lausitzbahn von der ODEC betrieben. Das imposante Empfangsgebäude des Bahnhofs Zittau. Die Stadt liegt im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Polen. Der Bahnhof ist Mittelpunkt der Dreiländerbahn. Seit 2010 fährt der Trilex von Barnsdorf in Tschechien über Zittau nach Liberec in Tschechien. Dazwischen liegt ein kurzer Streckenabschnitt östlich der Neiße, der zu Polen gehört. Schon seit den frühen 50er Jahren fahren Personenzüge auf dieser Strecke. Bis zum Beitritt Tschechiens zum Schengen-Abkommen fand in Zittau die Grenzabfertigung statt. Diese typischen DDR-Container erinnern noch heute daran. Der Zug nach Liberec macht sich auf den Weg.